ich weiß von mehreren Talkshows, wo Politiker Einfluss genommen haben und gesagt haben, wenn der kommt, komme ich nicht. Also das Spiel wird da üblicherweise gespielt bei den Talkshows. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang, die ersten Jahre, als ich Talkshows gemacht habe, fand ich das total spannend, war super interessant, da mal mitzumachen, tolle Geschichte. Habe aber auch irgendwann gemerkt, dass es anfängt zu nerven, dass die Show, die Talkshow an sich, und dass es überhaupt nicht darum geht, dem anderen zuzuhören oder wirklich eine Meinung auszutauschen, wirklich was miteinander zu erarbeiten, sondern es ist ein Setup, es wird im Vorfeld die Leute so ausgewählt und dann lädt man idealerweise die ein. Es sind auch immer die gleichen Gesichter da, weil man genau weiß, wie die ticken, wenn man genau weiß, auf welche Stichworte die welche Antworten geben. Und so kann natürlich ein Redakteur so eine Sendung sehr, sehr gut planen und sagen, okay, ich weiß ganz genau, wenn ich den und den dabei habe, muss ich die in die Knöpfe drücken und dann spulen die in die Sätze ab. Also das ist wie geskriptet, wenn man so möchte, ohne dass man denen vorher sagt, was sie zu sagen haben. Man weiß ja schon, was sie sagen werden.